Ja, willkommen zu meinem nächsten kleinen Abenteuer. Ich bin hier mitten in Dänemark auf der Autobahn. Hinter mir ziehe ich meine Maschine auf dem Anhänger. Und ich komme bald an der Nordspitze Dänemarks an, um von dort aus morgen früh die Fähre nach Norwegen zu nehmen. Allerdings dann nur mit dem Motorrad. Den Rest lasse ich hier. Können wir nur hoffen, dass das Wetter in Norwegen genauso schön ist wie hier in Dänemark. Naja, wann wir es ab. Mal gucken, was passiert. Was für ein Tag, was für ein geiles Wetter. Also da habe ich ja wirklich richtig Glück gehabt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Morgen früh geht es auf die Fähre. Das erste Mal, dass ich mit dem Motorrad auf eine Fähre fahre. Aber was soll's, haben ja andere auch schon gemacht. Naja. Gut, fertig. Jetzt geht's auf die Fähre. Motorrad ist zum ersten Mal bepackt. Wetter ist fantastisch. Angst, mir wird es in den Klamotten zu heiß, aber mal sehen, wo geht's. Los geht's. Los geht's. So, bin an Bord. Die Maschine ist gesichert. Ziemlich eng hier. Und los geht's, an Bord. Nächster Passenger Deck. Auf das. So, die coole Sache ist, dass ich hier in der Lounge bin. Hab mir hier einen Tisch gebucht und hab ein Buffet. Ist ein Preis mit drin. Gehen wir mal gucken. Hier ist mein Platz. Bombenaussicht. Und ab zum Buffet. Ja, ist doch bombig. Ja, ziemlich optimal hier. Hab Frühstück vom Buffet und perfekte Aussicht nach vorne. Los geht's. Ja, ich bin in Norwegen angekommen. Bin jetzt hier in Kristiansand und habe mir erstmal Geld geholt. Hier ist richtig schön Sommer. Ich schwitze in meinen Motorradklamotten wie blöd. Aber es ist echt hübsch hier. Ja, da fährt einer Ski, klar, Norwegen, da muss man fit bleiben. Der nächste Schnee kommt, auch wenn es momentan nicht danach aussieht. Ah, ist das geil. Ich fahre hier so ein kleines Landsträßchen an der Südküste, östlich von Kristiansand. Ich habe mir vorgenommen, mir einen kleinen Campingplatz zu suchen, der direkt am Meer liegt. Mal gucken, ob die einen Platz frei haben.
Es sind jetzt so 1,5 Stunden Fahrt, ganz gemütlich. Und da kann man vielleicht sogar im Meer baden, wenn ich heute wandern. Und vielleicht kann ich auch eine Makrele fangen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Da sieht man mal wieder. Es lohnt sich doch, Leute anzuquatschen. Ich habe da einen gesehen, der am Campingplatz ein paar Fische filetiert hat. Und dann dachte ich mir, den quatsche ich doch mal an. Natürlich war es ein Deutscher, ist ja klar. Super nett aber. Und hat mir gleich sein Geheimnis verraten. Nämlich hier diesen Weg. Und dann die Fishing-Stelle. Gut, das ist die andere Seite. Ja, nach einem langen Tag und einer wunderschönen Wanderung, ein paar Fisch versuchen, ich habe sogar einen gefangen, den habe ich aber wieder freigelassen, habe ich mir jetzt eine Dusche gegönnt und jetzt gibt es ein leckeres Abendessen. Und schöner kann die Aussicht ja eigentlich gar nicht sein, oder? Ich sitze hier direkt am Fjord, also wirklich direkt, 2 Meter von mir entfernt ist das Wasser, schöner geht's gar nicht. Das Essen, naja, das könnte schon geiler sein, aber heute ist mal pragmatisch. Ja, toll war's. Erster Tag in Norwegen.